Stadt-TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Herzlich willkommen auf dem französischen Markt. Bienvenue sur le marché français. Wir bringen wieder an 14 Marktständen Produkte, die Sie definitiv in keinem deutschen Supermarkt finden. Wir haben wieder französischen Markt in Bad Hersfeld. Erzählen Sie uns kurz was darüber. Wir probieren jetzt mal einen neuen Platz. Jetzt sind wir auf dem Linkplatz. Der französische Markt ist etwas größer geworden, deshalb haben wir einen etwas größeren Platzbedarf. Wir werden hier morgen den Wochenmarkt nebendran haben. Das wird uns auch zusätzlich Frequenz bringen. Wir sind jetzt hier von Donnerstag bis Samstag, täglich von 10 bis 19 Uhr. Hier haben wir beispielsweise Käse aus den Pyrenäen und Käse vom Mont Blanc aus Savoyen. Ein Beaufort, ein Sommerbeaufort aus Sommermilch, das heißt, die Kühe fressen frisches Gras und das gibt der Milch einen anderen Geschmack. Mit Weinen aus der Provence, Weine aus Languedoc-Roussillon, schön Rosé, ein paar Elsässer Weine dabei. Honig aus der Provence, Nougat de Montélimar. Macarons sind hip in Frankreich seit einigen Jahren. Man kann sie insoweit mit deutschen Makronen vergleichen, als die Grundzutat Eischnee ist. Dann haben wir alle möglichen Lavendelprodukte, diese Lavendelsäckchen, Lavendelseifen, Lavendelbadesalz, ätherisches Öl. Also wir machen hier die Flammkuchen unter Verwendung eines Original Holzofens und nicht im Elektroofen. Das gibt dem Flammkuchen einen ganz anderen Geschmack. Traditionelles Bauernbrot, Croissants, Pain au Chocolat, Quiche Lorraine und selbstverständlich Baguette, original französische Baguette. So, dann haben wir Eclair, ein klassischer französischer Patisserieartikel. Und dann nochmal Brote, etwas besondere Art, Olivenbrot, ein Feigenbrot, ein Bierbrot und das ganz rechts ist eine Fougasse, das kommt aus der Provence. Da sind auch wieder Oliven drin. Wir brauchen natürlich schon, das darf man nie vergessen, wir brauchen schon ordentliche Frequenz. Vergessen Sie nicht, diese Markthändler fahren hierher im Durchschnitt 1000 Kilometer. Ich bitte auch immer um Verständnis dafür, die 1000 Kilometer, die stecken auch in dem Preis des Käses mit drin. Wir haben außergewöhnliche Produkte. Vergleichen Sie uns bitte nicht mit Ihrem wöchentlichen Einkauf im deutschen Supermarkt. Wir haben preisgekrönte Produkte, die von exzellenter Qualität sind. Wir brauchen auch entsprechenden Zuspruch, bevor ich entscheiden kann, ob wir wiederkommen.